Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Heute geht es um Animation oder Keyframing. Das findet bei uns im Animation-Tab statt. Im Animation-Tab haben wir jetzt links eine 3D-Ansicht, bei der die ist etwas gecleant. Das heißt, wir sehen hier bloß das reine Modell. Können wir einfach mit der Mausradtaste drehen und bewegen. Und wir haben hier unsere normale 3D-View, wie wir sie aus dem Modeling kennen, im Object-Mode. Und hier unten haben wir ein Dope-Sheet. Das Dope Sheet ist genau das gleiche wie unsere Timeline. Die findet ihr ein Stück weiter unten. Die Timeline findet ihr auch im Layout-Tab hier unten wieder. Auf die gehen wir gleich näher ein. Merkt euch, Dope Sheet und Timeline, die zwei Dinge sind ziemlich das gleiche, bloß mit einem unterschiedlichen Detailgrad. Das heißt, im Dope Sheet könnt ihr in der Animation noch ein bisschen mehr machen und in der Timeline habt ihr eher so eine Art Gesamtübersicht. Aber ihr könnt in beiden eure Animationen erstellen und von daher reicht uns eins von beiden. Wir blenden unser Dope Sheet aus und arbeiten nur mit der Timeline. Ihr könnt in der Timeline einfach mit Shift F12 zwischen Dope Sheet und Timeline hin und her wechseln. Als erstes, was ist eine Animation? Eine Animation, das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Daumenkino, wo einfach verschiedene Bilder nacheinander abgespielt werden. Genau das gleiche haben wir hier auch. Und die Anzahl der Bilder, die eure Animation hat, ist hier in der Timeline rechts oben festgelegt mit Start und Ende. Start 1 bedeutet, wir starten unsere Animation bei Bild 1, das ist hier links, und Ende 250, das ändern wir einfach gleich mal ab auf 20. Damit wird unser verfügbarer Bilderrahmen jetzt auf 20 Frames reduziert. Das beeinflusst natürlich auch die Geschwindigkeit. Denn wir haben ja auch eine Anzahl der Frames pro Sekunde, die abgespielt werden. Das findet ihr hier in der Szene. Und dort bei Framerate 24 Frames per Second. Das bedeutet, unsere Animation ist knapp unter einer Sekunde lang. Wenn wir die Leertaste drücken, spielt er schon mal die Animation ab. Wir haben natürlich noch nichts gesetzt, also passiert nichts. Aber er braucht ungefähr eine Sekunde, um hier durchzugehen. Eine Animation ist nichts anderes außer eine Transformation von unserem Würfel, das bedeutet in dem Falle Höhe, also die Z-Lokation, X- und Y-Lokation, dann die Rotation und der Scale, also die typischen G, S- und R-Werte, die wir vorher schon immer fürs Modeling verwendet haben, können wir hier einfach an unsere Zeitlinie anpinnen. Das nennt sich Keyframen, also wir setzen verschiedene Transformations einfach auf einen Bilderabschnitt, bei dem das passieren wird. Ich zeige euch das, dass ihr es besser versteht. Damit wir eine Animation haben, müssen wir erstmal festlegen, was passiert im allerersten Frame. Also wir initialisieren von unserem Würfel jetzt erstmal die Lokation, Rotation und Scale. Also unseren ersten Keyframe setzen mit I und dort können wir Lokation, Rotation und Scale fixieren oder alle drei zusammen mit Location, Rotation und Scale. Das machen wir einmal. Jetzt färbt sich das Ganze hier hell. Bedeutet, diese Werte sind jetzt fixiert auf Frame 1. Wir sind hier auf Frame 1 und es hat sich ein Keyframe gebildet. Das ist diese Raute hier. Wir haben jetzt hier noch ein kleines Pfeilchen. Das blenden wir mal ein. Und da sehen wir, was wir genau hier an Keyframes gesetzt haben. Nämlich von unserem Cube, das ist unser Animationswürfel, in diesem Action. Also das ist unsere Aktion, die wir gerade animieren. Und dort haben wir die Transforms von unserem Würfel. Das sind die hier rechts oben, Location, Rotation und Scale. Die sind hier unten, Location, Rotation und Scale. Die haben alle einen Keyframe bekommen. Das heißt, das hier ist schon mal festgepinnt. Und wenn wir den jetzt verändern wollen, müssen wir sagen, in welchem Bild wird sich das verändern. Zum Beispiel bei Bild 10 möchten wir, dass unser Würfel eine Höhe erreicht. Ich mache das mal auf Bild 11, weil ich euch gleich was zeigen möchte. Bild 11 soll die Höhe von 10 haben, also gehen wir entweder hier die 10 ein oder einfach mit G, Z und 1, 0. Hier möchte ich noch die Screencast Keys einblenden, damit ihr seht, was ich gerade tue. Und jetzt müssen wir diese Lokationsveränderung ebenfalls keyframen, also wieder mit I. Location. In dem Falle nehmen wir nur Location, denn die anderen Werte haben sich nicht verändert, die brauche ich nicht mitnehmen. Und selbst hier habe ich schon überflüssige Keyframes gesetzt, in Anführungsstrichen, denn wir haben bei der X-Lokation und der Y-Lokation keine Veränderungen gemacht.
Und darum sehen wir auch, dass sich zwischen dem Frame 11 und Frame 1 hier eine Linie gebildet hat. Das bedeutet, zwischen diesen Keyframes hat sich nichts verändert. Dieser Wert hier würde nicht mit einer Linie verbunden, denn das ist unsere Z-Lokation. Die wurde definitiv abgeändert auf 10. Und wenn wir jetzt mit unserem aktuellen Frame nach unten gehen, sehen wir schon die Lokationsveränderung. Die Frames dazwischen werden immer nachberechnet, was sich an Differenz ergeben hat, an den Transformations. In dem Falle ist es ja von 10 auf 1 oder 0 runter. Und jetzt stellen wir Folgendes fest. Wir haben bei Frame 1 haben wir eine Höhe von 0. Auf Item haben wir eine Höhe von 0. Und bei 11 haben wir eine Höhe von 10. Das bedeutet, er nimmt sich hier jetzt mit jedem Frame genau einen Meter hinzu. Zumindest sollte es so sein. Wir sehen hier, dass es aber krumme Werte hat, obwohl wir bei 11 10 Meter haben sollten, bei 10 dann somit 9 und so weiter. Bei 2 sollte er auf 1 Meter sein und bei 1 auf 0 Meter, wo wir gerade hier sind. Der Grund, warum das nicht so ist, liegt daran, dass wir keine lineare Animation haben. Noch nicht. Ich gebe euch schon mal einen kleinen Einblick. Das Ganze erkläre ich euch nur, damit ihr euch nicht jetzt schon verwirren lasst von diesen krummen Werten hier. Ich zeige es euch mal kurz. Ihr könnt hier auf den Graph Editor gehen und da seht ihr Folgendes. Wir haben eine Kurve. Unsere Animation ist in dem Falle unsere Z-Lokation. Z-Lokation ist hier blau. Das hier ist unsere Z-Lokation. Bei Frame 11 erreichen wir den Höchststand von, hier sind die Zahlen, von 10 Meter und hier unten sind wir auf 0 Meter. Unsere Kurve hier ist gebogen. Das ist deswegen, weil es einfach sanfter aussieht, wenn unser Würfel langsam abbremst. Wir können das Ganze ändern, indem wir hier mit unseren Werten spielen. Wir können zum Beispiel den Wert hier nach unten ziehen und dann wird unser Würfel immer schneller. Das heißt, wir haben erst bei Frame 9 eine Höhe von, sagen wir mal, ja, was sind das, 3,3, ja, das kommt ungefähr hin, 3,3 Meter. Und umso weiter wir kommen, gehen wir plötzlich ganz schnell auf 11. Wir können einfach einen Rechtsklick auf diesen Handle Type machen und nehmen den auf Vektor. Schnappen wir uns noch den zweiten, das ist der hier. Und den nehmen wir auch Handle Type Vektor. So, jetzt haben wir eine Animation, die ist sehr viel knackiger und zackiger. Hier ist absolut kein Abbremsen. Und jetzt haben wir auch schon genau das, was wir wollen. Wir gehen zurück in unseren Timeline mit Shift F12 und haben jetzt, wenn wir unser Panel aufmachen bei Item, haben wir hier bei der Lokation 9 Meter auf dem 10. Frame, 8 auf dem 9., 7 auf dem 8. Frame und bei 2 haben wir 1 Meter. Und jetzt geht er wirklich genau immer einen Meter nach oben. Das lag also generell nicht an irgendetwas, was wir falsch gemacht haben, sondern dass Blender versucht, seine Animationen sanft zu machen, nonlinear, und somit haben wir diese Kurven im Graph Editor gesehen. Generell ist das einfach nur etwas Hintergrundwissen für euch, ein kleiner Einblick in den Graph Editor. Wichtig für euch ist, dass ihr erstmal mit der Timeline arbeiten könnt, dass ihr, egal wie die Animation jetzt aussieht, dass ihr zumindest versteht, was passiert da eigentlich im Hintergrund und dass ihr die drei Standard-Transformationen in einer Timeline per Keyframing abbilden könnt. Das bedeutet, was ihr üben müsst, ist bei einer Timeline Keyframes setzen, Keyframes löschen, zum Beispiel indem ihr hier auf A alles markieren, Rechtsklick und dann Delete Keyframes gehen könnt, dass hier keine Animation mehr vorhanden ist, dass ihr spielen könnt mit Start und Ende. Hier habt ihr die Auswahl der Keyframes, also wenn ihr schnell zu Keyframe 10 wollt, eure FPS-Anzeige, mit der ihr ein bisschen rumspielen könnt. Probiert aus, was ihr alles damit machen könnt, zum Beispiel mit GZ den Würfel nach oben setzen, rotieren mit R und dann vielleicht noch eine Skalierung und das Ganze Keyframe mit Location, Rotation und Scale. Spielt ein bisschen damit rum und ich habe jetzt eine kleine Übungsaufgabe für euch, versucht die zu lösen.
Das hier ist eure Übungsaufgabe. Sie ist nicht so schwer, wie sie aussieht. Dennoch kann es sein, dass ihr spicken müsst. Wenn ich sie jetzt abspiele, wird unser Ball von einer kleinen Plattform herunterhüpfen und noch ein Stück rollen. Dann hüpft er wieder zurück drauf und rollt wieder ein Stück. Probiert ein bisschen damit rum. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ihr was lernt. Und falls ihr nicht weiterkommt, dann spielt das Video einfach weiter ab und dann kommt die Auflösung, wie es gebaut wurde. Für die Animation habe ich Folgendes gemacht. Ich habe erstmal die Kamera und das Licht gelöscht. Dann habe ich unseren Würfel hochskaliert, zur Seite hier hingestellt. Dann noch ein nächstes Objekt erstellt. In dem Falle war das eine Icosphere. Die habe ich hier an die Kante gestellt. So. Bisschen rein. Bisschen abgedreht. So. Ungefähr so. Dann habe ich das Ganze gekeyframed. Unseren normalen Würfel hier unten brauchen wir nicht keyframe, der hat sich ja gar nicht bewegt. Wir nehmen unsere Timeline hier und geben dem hier erstmal Location, Rotation und Scale. Im nächsten Frame oder in einem der nächsten Frames, ich habe das Ganze auf 60 Frames reduziert, möchten wir erstmal, dass der Ball bis zu unserer Kante rollt, das heißt ungefähr hier. Dazu einfach den Ball bis hier hindrehen, die Rotation einfach mal auf 180 abändern, ins Minus und dann die Location, Rotation und Scale nochmal applyen und gucken, wie das Ganze aussieht. Er ist hier rüber, genau, und dann fällt er runter. Das bedeutet, das ist ungefähr hier, erstmal hier. Und dann soll er seinen Körper hier runter bewegen und dabei nochmal eine Rotation mitmachen, ungefähr so. Also Location, Rotation und Scale nochmal auf Frame 31, so. Und jetzt soll er noch ganz langsam weiterrollen, das heißt über die komplette Länge soll er bloß noch einen kleinen Abstand weiternehmen, ungefähr so. Bis dahin hat er wahrscheinlich seine komplette Umdrehung gemacht, also ist er ungefähr so weitergerollt, so. Und jetzt nochmal Location, Rotation und Scale. Jetzt fällt er hier runter und rollt hier rüber. Damit das Ganze geloopt werden kann, erweitern wir das Ganze nochmal um 15 Frames. Also nehmen wir hier 75 und beim 75. soll er mit Alt, G, R und S und GZ wieder hier hochhüpfen. Wir sehen aber, dass der Unterschied, wenn wir das hier jetzt framen, zu unserem Anfangspunkt nicht identisch ist. Da gibt es jetzt eine kleine Möglichkeit. Entweder wir schnappen uns diesen Lokationspunkt und versuchen, den hier irgendwie nachzubilden. Oder wir machen es uns etwas einfacher. Wir schnappen uns diesen Frame mit Shift-D und ziehen den hier einfach nach hinten. Jetzt sind die zwei absolut identisch. Und wir können eine Animation abspielen und er wird wieder hier hochhüpfen. Beim Hochhüpfen möchte ich aber, dass er etwas weiter nach oben geht und hier nicht diese Kante mitnimmt. Also nehmen wir die Mitte und ziehen das Ganze noch etwas in die Höhe und sagen hier einfach bloß Lokation, dass er einen kleinen Hüpfer hier hoch macht. So ungefähr. Hopp. Genau. Jetzt haben wir Frame 75 und Frame 1 ist ein Duplikat, das heißt, er wartet hier ein bisschen. Das stört uns überhaupt nicht. Wir können es sogar noch ein bisschen erweitern, indem wir hier auf 80 Frames gehen. Und dann wartet er hier ein bisschen, bis die Animation wieder von vorne losgeht. Wir spielen die Animation ab. Weil unser Fall aktuell noch ein bisschen zu langsam ist, also das hier braucht zu viel Zeit, können wir entweder diesen Frame nach vorne ziehen, den noch ein bisschen zurück, ungefähr so. Genau. Ungefähr so. Dann geht das Ganze noch ein bisschen schneller. Er hüpft runter, rollt weiter, hüpft wieder hoch. So ungefähr könnte eine Animation aussehen.